Nach der letzten Sendung sagte eine Kollegin zu mir, du kommst die Treppe runter und dann sitzt du plötzlich auf dem Stuhl. Wie geht das? Seit über 100 Jahren entwickelt sich, seitdem es den Film gibt, die Sprache des Films und wir lernen nebenbei diese Sprache zu verstehen. Und Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben sicherlich verstanden, dass einer war der Vorspann und jetzt geht die Serie los. Und damit begrüße ich alle, besonders unsere Follower, über die wir uns freuen. Das werden auch immer mehr. Sie wissen ja, dass ich für die Gruppe Mittenmank, also die Seniorenfilmgruppe, das möchte ich noch extra betonen, die beim Sender Alex Berlin angebunden ist, hier unsere Schatzkammer verwalte. Der Gast, den ich mir heute eingeladen habe, ist Dietmar Didi von uns genannt, Schütz. Schütz, ja. Und von dir möchte ich gerne erfahren, den Namen eurer Gruppe, den Sitz, wie viele Leute seid ihr, was macht ihr? Ja, wir sind also auch eine Film- und Videogruppe. Wir haben uns vor vielen Jahren gegründet. Ich bin der erste Vorsitzende dieser Gruppe. Und was machen wir? Wir drehen Filme unterschiedlicher Themen. Was interessiert uns? Natürlich gibt es auch Urlaubsfilme, die wir drehen. Und damit haben wir also Spaß und Freude dran. Und natürlich geht der eine oder andere Film auch mal zum Wettbewerb beim Bund Deutscher Filmautoren, wo wir Mitglied sind. Mit Vergnügen möchte ich erzählen, dass ich vor einigen Wochen mit der Brigitte, die Sie aus mehreren Sendungen von uns schon kennen, beim Landesfilmfestival im Kino Toni, der Name fällt ja auch öfter, war. Wir haben einen ganzen Tag Filme angesehen und unter anderem war dabei ein wunderbarer Film vom Didi, von dem ich gerne bitten würde, einen kurzen Ausschnitt zu zeigen. Ich persönlich wäre der Meinung gewesen, das war ein erster Preis. Er hat den zweiten erhalten, auch nicht schlecht. Außerdem haben wir ihn dort natürlich erlebt, wie auf vielen anderen Veranstaltungen. Er hat moderiert, er hat das technisch ausgestattet. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung, so ein Festival zu organisieren wie das Landesfilmfestival Berlin-Brandenburg im Kino Toni. Dort kommen immerhin 20, 25 Filme zusammen von Filmamateuren, die aus den Filmgruppen in Berlin und Brandenburg gestaltet wurden. Und auch dort werden die Filme prämiert durch eine Jury. Die besten Filme werden weitergeleitet zu einer Ostinale. Dort wird nochmal, die Filme werden dort nochmal zusammengenommen und von einer Jury bewertet. Die besten Filme werden dann wiederum weitergeleitet zum Bundesfilmfestival. Und das ist schon eine große Auszeichnung. Es muss kurz vor der Zeit gewesen sein, als ich in die Gruppe kam, dass zumindest ein Film, wahrscheinlich zwei, unter anderem von Heidi, über dich zu diesem Festival eingereicht wurden. Kannst du dich erinnern? Es ist schon eine Weile her, ich kann mich noch gut erinnern, da habt auch ihr Filme eingereicht zum Landesfilmfestival Berlin-Brandenburg. Das Problem war natürlich, dass ihr als Außenstehende nicht Mitglied des Bundes Deutscher Filmautoren eigentlich daran teilnehmen könnt und somit musstet ihr über unseren Club den Film anmelden. Er wurde bei uns im Club angeschaut und für gut empfunden und dann in den Wettbewerb mit aufgenommen. Da haben wir uns schwer in Abhängigkeit begeben. Die Filme sind, soweit ich mich erinnern kann, auch sehr gut angekommen. Einer hat sogar einen zweiten Preis bekommen und wurde auch weitergeleitet.
danke, dass ihr alle gekommen seid, auch dass Sie gekommen sind, damit wir unser Zirkusprojekt auch noch würdig und wertschätzend nochmal nachbereiten können. Das wollen wir heute reflektieren und da übergebe ich als erstes an Johanna und ihr Team. Ja, weil da gab es ja auch ziemlich viel zu helfen, weil das Zirkuszelt wurde aufgebaut, da wurde noch die Organisationsrunde, da wurden Vorbereitungen getroffen, da wurde alles sozusagen nochmal gemacht und natürlich wurde auch das ganze Zirkusprojekt gefilmt. Wir sind zu dritt vom Zirkus Zapzerab und hoffentlich ganz viele fleißige helfende Hände aus der Elternschaft oder aus dem Kollegium. Die Atmosphäre im Zirkuszelt ist natürlich nochmal viel, viel schöner wie in einer Turnhalle oder einer Aula. Wir brechen ja den Schulalltag auf, die Klassenverbände und gibt eigentlich nie ein Kind, was da keine Lust drauf hat, weil Zirkus ist ja was Tolles, gibt keine Hausaufgaben. So eine Zusammenarbeit zwischen Filmclubs und so ganz, ganz wichtig, denn da kann man sich am besten austauschen. Ja, was nützt es, wenn wir Filme drehen und die vielleicht nur in der Familie zeigen oder in der Schublade dann landen? Ja, das ist zu wenig. Wir wollen mehr. Und deshalb ist so ein Austausch zwischen Filmgruppen schon interessant. Man zeigt sich gegenseitig die Filme, man spricht darüber, ja, und erkennt vielleicht auch hier und da mal einen Mängel, ja, den man das nächste Mal besser macht. Und dafür sind eigentlich solche Zusammenkünfte wie zwischen euch mit dem Mang und uns, der FIWIA Berlin, ganz, ganz wichtig. Und bei diesem Wettbewerb haben wir Didi von seiner Seite kennengelernt. Er hat dort moderiert und die Technik gestellt. Das heißt, alles, was an Ton und Bild dort stattfand, war von ihm. Ebenso, wie er immer bereit ist, hier die Dokumentarfilmabende technisch auszugestalten, die von Matthias Blochwitz seit vielen Jahren hier im Hause, im Stadtteil Biesdorf stattfinden, wo auch einige von unseren Gruppenmitgliedern immer wieder zu finden sind. Ich grüße den Matthias von hier aus. Und nicht zuletzt hat Didi, muss er gleich mal erzählen, den dritten Preis leider nur gewonnen bei einem Wettbewerb, wo Marlies in der Jury saß. Was war das? Da kann ich mich noch ganz genau erinnern. Zu diesem Wettbewerb habe ich den dritten Preis bekommen mit dem Film Ich und Du, Müllers Kuh. Das war ein Porträt über den Müller und die Mühle in Marzahn. Für die Stelle eines Müllers und zu der gleichen Zeit kam der Aufbau der Mühle in Gang. Eine Bockwindmühle ist eine Holzkonstruktion, die auf einem einzigen Baumstamm steht. Damit der wiederum nicht umfällt, hängt er in einem Gerüst, das wir den Bock nennen. Und den Mühlenkörper muss man sich vorstellen und verstehen als selbsttragendes Gehäuse, gewissermaßen als ein hier in unserem Falle 37 Tonnen schwerer hölzerner LKW. Also die Flügelstellung haben eine bestimmte Bedeutung.
Die Stellung, die wir jetzt haben mit offenen Klappen, heißt die lange Arbeitspause bzw. der Feierabend. Der Hintergrund ist, da ist die Mühle am sturmsichersten. Dann die Stellung so und die Klappen zu heißt, Bauern, bringt euer Getreide, wir wollen mahlen. Und dieselbe Stellung, Klappen auf, heißt, bleibt mir vom Hals, ich repariere, denn in der Stellung kann ich oben auf den Flügeln arbeiten. Dann gibt es noch die Trauer und dann gibt es noch die Freude. Und mit unterschiedlichen Flügelsystemen gibt es in der Stellung, in Holland aber nur, die haben unterschiedliche Flügelsysteme, den Protest gegen die Obrigkeit. Mit Vergnügen denke ich an eine andere Art von Zusammenarbeit zwischen uns. Sie wissen ja, dass wir Live-Sendungen über Alex Berlin ausgestrahlt haben. Und da ist unsere Gruppe im Grunde genommen für so eine Live-Sendung viel zu klein. 3 an der Kamera, 2 moderieren, 2 sitzen am Regiepult, einer macht Aufnahmeleitung, einer macht Regie und wer macht den Ton? Wir waren zu wenig und haben Didi gebeten und der hat uns beim Ton geholfen. Der hat ja seine extra Schwierigkeiten. Naja, das ist richtig. Ich habe ja eine Ausbildung als Tontechniker und als er mich dann gefragt hat, ob ich dort mal einspringen kann, mitmachen kann, war das auch eine Herausforderung für mich, weil es war nicht ganz einfach, denn es waren immerhin 5 oder 6 Moderatoren, waren ja in dem Rundgespräch beteiligt. Und da braucht natürlich jeder sein Mikrofon, sein Ansteckmikrofon und da muss jede Person einzeln ausgesteuert werden. Ja, man kann nicht alle Regler aufmachen und dann so lassen, ja, weil dann kann es passieren, dass es Rückkopplung gibt, dass ein Schall entsteht oder so, ja, so ein Echo. Das sind alles Dinge, die man vermeiden sollte bei solchen Aufzeichnungen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man sich auch konzentriert. Wer spricht? Jeder hat eine Nummer und am Mischpult natürlich auch. Und dann kann man immer mit den Regler nachregeln. Ich kann mich natürlich ganz genau erinnern, der Moderator hatte dann einen Hustenanfall und um das natürlich zu unterdrücken, musste ich dort den Regler zumachen, damit die Sendung nicht stört. Er war da nicht im Bild zu sehen, ja, und damit haben wir das eigentlich gut über die Runden gekriegt, dass der Ton einwandfrei war. Es gibt eine ganze Reihe von Begegnungen, eine virtuelle Art, und zwar er hat einen Film gemacht, den ich ganz großartig fand, über die Restaurierung des Schlosses hier in Biesdorf. Von dem Film würde ich ganz gerne ein kleines Stückchen sehen. Hermann Freier von Rüxleben, na endlich seine begüterte Schwiegermutter, wünscht sich von uns eine Villa, gleich vis-à-vis von ihrem Biesdorfer Gutshof. Mir schwebt also ein klassizistischer Turmbau in einem Landschaftspark vor. Aber mal sehen, was daraus wird. ...1867 beginnt der Bau. Ein Jahr später, am 3. Mai 68, wird er großartig mit der Hochzeit des Freiherrn und seiner Anna Pauline eröffnet. Doch Rüxleben macht Spielschulden, verkauft seinen Besitz 1884 an Baron Günther von Bülzingslöwen, immerhin mit gut 5-fachen Gewinn. Doch auch der neue Besitzer ist bald pleite. So erwirbt im selben Jahr Werner von Siemens die Besitzung, um sie 2 Jahre später an seinen zweiten Sohn Wilhelm zu übergeben. Nach dem Tod von Wilhelm von Siemens 1919 verlor die Familie Siemens das Interesse an ihrem Kleinod in Biesdorf. Im Dach- und Obergeschoss entstanden Wohnungen. 1920 zog die Polizei ins Erdgeschoss. 1922 verpachteten die Siemens alles an die Stadt Berlin, um den Besitz 5 Jahre später dem Magistrat für 6 Millionen Mark zu überlassen. Die Nazis nutzten ab 1933 dann das Haus als Parteibüro und Amt für Volkswohlfahrt. Es wurde als Luftschutzkeller ausgebaut. Die sowjetische Militäradministration ließ 1946 die Schlossruine provisorisch als Trauerhalle für einen Notfriedhof gefallener Soldaten der Roten Armee reparieren.
Ab Mitte der 50er Jahre wandelten sich Schloss und Park zu einem beliebten Ort der Kultur und Freizeit. Erster Dorfclub Berlins, Bibliothek, Kreiskulturhaus, Parkbühne, Ferienspiele für Kinder sind nur wenige Stichworte. Mit der Vereinigung 1990 kam vorerst ein Aus für das Kulturhaus Schloss Biesdorf. Sein baulicher Zustand verschlechterte sich. Im März 1991 wurde das Haus geschlossen. Erst ab Juni 1994 konnte Ball e.V., ein freier Träger mit Arbeitsförderprojekten, das Schloss als sozialkulturelles Zentrum wieder betreiben. Ein Glück für die Villa. Sie wurde fast 20 Jahre wieder Treffpunkt für Alt und Jung, für über 600.000 Besucher. Im Jahr 2000 warb die Initiative Biesdorf braucht sein Schloss von Sponsoren, Bauleistungen und Sachspenden 154.000 Mark ein. Bürger gründeten den Verein Stiftung Ost-West-Begegnungsstätte Schloss Biesdorf. Unter der Bauherrschaft des Bezirks und mit den Architekten um Professor Mara Pinardi und der PMS Projekt Consult GmbH erhielt das Schloss nun endlich sein Obergeschoss und seine ursprüngliche schöne Gestalt wieder. Nach 3 Jahren Wiederaufbau sehe ich mein Schloss heute wieder. Ich brauchte damals nur 1 Jahr und es war mein erster Bau in Berlin. Respekt, Respekt! Ja, so muss die Villa von außen wirken. Die Eröffnung des neuen Schlosses am 9. September 2016 als Kunst- und Kulturort ist nicht nur für Marzahn-Hellersdorf, sondern für die ganze Stadt Berlin ein besonderes Ereignis. Als wir uns dafür interessiert haben, einen Film über den Wiederaufbau des Schlosses Biesdorf zu gestalten, war es am Anfang gar nicht so einfach, weil man hatte da kein richtiges Vertrauen in uns gesetzt, hat gesagt, ach, wer weiß, so eine Amateure, was wollen die hier, die stehen nur im Wege und wenn die hier irgendeinen Filmaufnahmen machen, da wird auch eh nichts draus und so. Und damit ist das dann erst einmal zerbrochen, auf Eis gelegt worden. Und kurz bevor das Schloss eröffnet wurde, kam man auf einmal auf uns drauf zu, der Verein des Schlosses Biesdorf, und hat gesagt, Leute, könnt ihr nicht ein Filmchen machen, noch irgendwas zusammenschneiden, dass wir was in der Hand haben zur Eröffnung. Und da haben wir uns dann natürlich gesagt, okay, gern, ja, haben uns hingesetzt, haben Material gesammelt, haben natürlich auch hier und da schon mal was gedreht gehabt, haben noch einige Einstellungen nachgedreht und somit ist ein ganzer, kompletter Film entstanden über den Wiederaufbau des Schlosses Biesdorf, der auch im Schloss käuflich zu erwerben ist und den man dort sehen kann. Und ich fand großartig, eine nicht sehr amateurhafte Lösung, den Film zu erzählen. So arbeiten Amateure nicht jeden Tag. Naja, wichtig ist natürlich, was du sagst. Ich meine, alleine kann man sowas auch nicht bewerkstelligen. Man braucht immer viele. Ja, damit wird auch ein Ganzes. Und somit bei uns vom Club haben da einige mitgemacht. Ja, mit noch 2 Kameras haben wir dann einige Einstellungen drehen können. Ja, und damit ist dann auch der Film entstanden. Unsere Verbindung zu diesem Schloss hat sich derartig gestaltet, dass wir für das Zentrum Biesdorf Schlosskonzerte, für die hier das Haus verantwortlich war, in diesem Schloss aufgenommen haben. Und wir möchten nochmal darauf verweisen, weil wir sehr stolz darauf sind. Gucken wir nochmal rein, welche das waren. Thank you.
aber nicht ganz ungefährlich. Du und ich im Mondenschein, das könnte so romantisch sein. Wenn ich sonst auch sehr modern bin, dazu sag ich doch nicht nein. Die blaue Nacht erzählt von Küssen. Und zu guter Letzt, ich will Sie nicht mit der Musik überfrachten, aber wir haben hier im Hause die Reihe begonnen mit einem Konzert, das live gestreamt wurde mit einem Gitarristen. Dass wir inzwischen die Probleme des Tons besser bewältigen und den Ton auch speziell bei den Konzerten gut hinbekommen haben, verdanken wir unter anderem dem Didi. Didi, ich muss dich direkt mal fragen, du bist eigentlich Tontechniker, aber wie bist du denn dazu geraten, dass du so viele Filme machst? Du filmst. Warum mache ich Filme? Erstmal macht mir das unheimlich Spaß. Und als Tontechniker habe ich natürlich vieles beim Film miterleben können, wie Filme gemacht werden. Ja, und ich wollte einfach selber mich mal ausprobieren und habe mir gedacht, irgendwann machst du auch mal einen Film. Und das ist jetzt schon viele, viele Jahre her, als ich das Hobby aufgegriffen habe. Und mache seitdem, also ich habe schon an die 100 Filme gemacht. Ja, und gute, schlechte, schöne, witzige, unterschiedliche, dramatische und auch Filme für die Tonne, wie man so schön sagt, das gibt es auch. Aber man hat sich immer was dabei gedacht, wenn man was filmt, und dann entsteht ein Film meistens mehrfach. Einmal beim Drehen, wenn die Idee umgesetzt wird, dann entsteht er noch einmal am Schneidetisch, und dann, wenn man den Film öffentlich zeigt, dann kann es passieren, dass er nochmal diskutiert wird und dann vielleicht nochmal umgeschnitten wird, weil dieses oder jenes doch wieder anders funktioniert. Du veranstaltest ja ein eigenes kleines Festival. Ja, natürlich. Man ist nie zufrieden mit irgendwas. Und ich habe dann auch die Idee gehabt, ein Festival zu organisieren, wo man Filme zeigt, wo Filme international zusammengekommen sind. Und das war einmal ein Festival, das hieß Frech Frivoles Filmfestival. Dort liefen also mehr Filme, die eindeutig, zweideutig sind, aber auch witzig und erotisch. Und des Weiteren habe ich dann noch ein Festival organisiert, das hieß Musikvideoclip-Festival. Und dort haben wir natürlich dann auch wieder international Filme zugeschickt bekommen, wo es nur um Musikclips geht, die dort gezeigt wurden, prämiert wurden von einer Jury, und die Besten wurden natürlich dann ausgezeichnet.
Ja, wenn man so ein Festival organisiert, ob das jetzt frech frivol ist oder Videoclip, so ein Festival lebt natürlich auch nur von den Besuchern. Und es war immer ganz, ganz schwierig am Anfang, nicht nur die Autoren zu gewinnen als Zuschauer, sondern auch Außenstehende. Und durch Werbung und durch viele Möglichkeiten, die wir hatten, ja, ist es uns gelungen, immer ein volles Haus zu den Festivals oder Festivals zu bekommen. Wir haben mit dem 25. Musikclip-Wettbewerb haben wir aufgehört und haben auch dann das Frech Frivole, das haben wir 20 Jahre gemacht und dann haben wir auch gesagt, jetzt reicht es. Irgendwann erreicht man ja auch ein Alter, wo man wo es einem nicht mehr zu Gesicht steht, ein Festival zu machen, was Frech Frivol heißt, ja, was sich mit Erotik auseinandersetzt. Man sagt dann immer, der alte Daddy, was will er uns denn hier noch zeigen? Und damit haben wir dann auch im richtigen Moment das Festival und die ganze Laufbahn beendet. Man sorgt ja eigentlich dafür, dass man, zieht Nachwuchs heran, selber weitergeben kann. Und warum habt ihr keinen gefunden? Wir hätten gern den Staffelstab weitergereicht an Jüngere, aber es ist natürlich ein Problem, gerade in der Videografie und in solchen Clubs junge Leute zu gewinnen. Ja, wir haben es immer wieder versucht, auch andere Clubs, nicht nur wir. Ja, es ist schwierig, junge Leute in so einen Club zu integrieren, weil entweder ist der Altersunterschied zu groß, dass der eine versteht den anderen nicht mehr von der Machart, von der Idee oder so. Und somit ist es eben schwierig gewesen, das Festival weiterzugeben. Das andere ist mir aufgefallen, dass es gibt viele, viele junge Leute, die gern Filme produzieren, die sich zusammenfinden, ein Projekt verwirklichen und wenn sie es gemacht haben, gehen sie wieder auseinander. Sie wollen also nicht organisiert sein in irgendeinem Club, sondern sie wollen frei ihre Filme machen, Freude, Spaß haben, wie wir das auch so gemacht haben, aber sich binden und in so einen Club, das funktioniert irgendwie nicht. Was der Didi sagt, verstehe ich vollkommen. Das ist auch ein Grund dafür, dass wir ja ein Seniorenfilmclub sind und auch immer wieder Nachwuchs suchen, allerdings nicht bei den Jugendlichen. Wir sagen immer wieder an, es sollten welche sein, die wenigstens über 60 sind. Die sind bei uns herzlich willkommen. Das nächste Mal möchte ich einen anderen Gast einladen, der uns eine Verbindung macht zu einem Festival, Kino. Aber das soll nur eine Andeutung sein. Unsere kleine Reihe wird weitergehen. Und ich hoffe, es war heute recht interessant, mal wieder einiges von dem, was wir gemacht haben, zu erleben und auch das, was ein anderer gemacht hat, was wir gerne zeigen und unterstreichen. Und ich hoffe, ich sehe Sie wieder, wenn wir Nummer 5 produzieren.